Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins hier bei Explorer P. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in Dasos Versteck, haben wir letzte Folge gemacht. Und ja, wir questen. Also die letzten Folgen haben wir ja viel erkundet. Jetzt werden wir wieder ein bisschen Quester abarbeiten und das machen wir levelabhängig. Das heißt, die untersten werden wir erstmal bis nach oben hin abarbeiten. Was haben wir denn jetzt hier? Level 20, ne? Ist so das Niedrigste. Okay. Ja, fürchtet, dass ihm was zugestoßen ist. Rache der Poeten. Finde und rette den Schauspieler. Und bei Greisner Gysi, um Informationen mehrere zu treffen und mehr über einer seiner Ziele zu erfahren. Die Hyäne. Machen wir die Hyäne. Reise nach Gysi. Ist ja gar nicht so weit weg hier. Wo ist denn das? Da ist das. Da können wir sogar. Guck mal, da können wir direkt. Ja. Ich würde gern reinscrollen. Nein. Jetzt. Plups. Und wenn ich die Hyäne finden will, muss ich mit Meret sprechen. Apollodoros Kontakt. Er ist Händler irgendwo auf dem Marktplatz. Und er ist nicht weit weg. War hier richtig? So. Hallo? Willkommen bei Meretz Warenreisender. Nun, was denkst du? Schund. Dann verschwinde. Ah. Ich bin nicht fertig. Bist du blind? Mehr habe ich dir nicht zu zeigen. Aber du kannst mir etwas sagen. Über die Hyäne. Ah, amüsant. Das ist zufällig das Teuerste, das ich anzubieten habe. Sehr amüsant. Lieferung nach Bezahlung. Bezahle mehrere 100 Drachmen, ja, warum nicht? Hast du genug, um ins Geschäft zu kommen? Ja, sicher das. Hier, deine absurde Gebühr. Was kannst du mir sagen? Nun, Hyäne ist nicht ihr richtiger Name. Warum lacht er so? Schon gut, schon gut. Ein misslungener Versuch, lustig zu sein. Wo kann ich sie finden? Ihr Name ist Halicet. Ein Gefallen. Ein paar Kunden haben nach einem Streit mein Pferd mitgenommen. Sie lagern in einem Steinbruch südlich von hier. Nimm meine Männer. Bring mir mein Pferd. Und ich sage dir, was du wissen willst. Es ist mir schleierhaft, wie Apollodoros dich empfehlen konnte. Du holst es mir zurück. Mann, wir sind jetzt halt. Wenn Apollodoros weiter meine Dienste in Anspruch nehmen will. Okay, dann reit mal hin. Kommen wir da jetzt so rüber? Bist du ein Freund von Meret? Das Pferd befindet sich in den Hügeln im Süden. Der Wind wird stärker. Nicht gut. Was? Sandsturm? Ein Sandsturm? Vorsichtig sein. Hier waren wir doch schon. Wo ist es denn? Oh je. Da haben wir alles schon leer geräumt. Das müssen wir schon wieder machen. Mehr oder weniger. Gut, Kollege. Dann mögen die Spiele beginnen. Hey!
erwischt mit dem Gefall? Glaube nicht. Hey, was? Weiter geht's. Ach, die helfen uns ja. Hoffe ich. Nicht, dass sie noch mehr Unfrieden stiften als nötig. Friss das, du Ratte! Das sehe ich nicht. Hey! Okay. Stirb, du Sau! Oh, Mist! Das muss ich reparieren. Was? Alter! Der Arme hat den Verstand verloren! Was mache ich hier? Ich Idiot. Du hättest nicht herkommen sollen. Ich weiß. Ja, jetzt hör auf zu stöhnen. Alter. Ah, er ist das. Oh, ein bisschen Leben regenerieren, bitte. Ich reiße dir die Eingeweide raus. Oder auch nicht. Lauf. Wir sollen nur das Pferd rausholen. Komm, wir machen mal so eine Harakiri-Aktion. Wir müssen aufholen! Da bist du ja! Es ist... wo ist das Hotelhü? Wir müssen nur drauf und weg. Hey, was? Guten Tag. Stirb, hi. Du Sau! Ja. Das muss Merets Pferd sein. Leider hat er mir verschwiegen, dass seine Kunden Banditen waren. Guten Tag. Und tschüss. Ich lasse besser den Mund zu. Was? Okay, dann halten wir die Klappe. Nein! Du kannst nicht fliehen! Doch, kann ich. Guck mal. Und wie ich das kann. Vorsicht! Ein Explorer auf dem Pferd! Achso, wir müssen. Warte. Hab ich dich! Verlasse oder beende den Konflikt. Okay. Nein. Was macht er hier? Zähne. Bayek, steh auf. Stress. Welches war jetzt sein Pferd? Das ist der Gaul. Ja. So. Du bist zurück! Jawohl! Lass sie mal einer an! Du hast verschwiegen, dass deine Kunden Banditen waren. War mir entfallen. Gut. Besser als meins. Sagtest du nicht, das wäre deins? Ja, das ist es auch. Das hast du gut gemacht, mein Freund. Halte dich an die Abmachung. Ich stehe zu meinem Wort. Aber ich muss dich um noch etwas bitten. Ach, ich habe genug. Also gut. Die Hyäne lebt in einer Höhle, gleich hinter den Hügeln. Tag und Nacht läuft sie durch die Wüste und sammelt Kieselglas. Die kostbaren Tränen der Götter. Was mit jenen passiert, die sie dabei stören, bleibt besser ungesagt. Wenn das noch eine weitere sinnlose Jagd ist. Treffen nicht nur meine Worte auf deine Ohren. Tausendfach versprochen. Ich habe keinen Grund, dich zu täuschen. Stirb nicht da draußen! Oh. Another Bosskampf. Was will er jetzt? Nee, wir können doch noch mit ihm reden. Hey! Das ist mein Pferd! Achso, man kann nichts stehlen, was schon gestohlen wurde, Miret. Will ich ja gar nicht. Ja!
So, wo sollen wir jetzt hin? Dort ist sie und wir haben keinen Schnellreisepunkt. Shit. Ja, da müssen wir reiten. Verdammt. Wo willst du denn hin, mein Freund? Dann schauen wir mal. Ach, da oben müssen wir. Warte mal, querfällt ein am besten, oder? Oh, die Hyäne ist ein Boss. Gut, den Skarabäus, den haben wir ja relativ fix erledigt gehabt. Das ging ja mit den Giftpfeilen, zack, zack. Ich habe aber hier genauso viel Glück. Ich erinnere mich an andere Bosskämpfe, die waren da weitaus schwieriger. Da sollen wir hoch. Was? Erschreck mich doch nicht so. Scheiße, was hat er denn? Keine Zeit hat er, keine Zeit. Flups. Ist doch gut jetzt. Die sind hartnäckig. Ja komm, geht ja wohl nicht anders. Yalla, yalla. Genau. Yalla. Und. Dafür lasse ich dich leiden. Nein, lässt du nicht. Okay. Du kommst hier nicht vorbei. Was denn? Ich töte dich. Yalla, yalla. Ernsthaft? Ich glaube, der macht seine Drohung sogar wahr. Ist es. Alter. Können wir jetzt mal hinter den kommen? Ich hasse diese Schildträger. Ja, genau. Meiner. Was? Ich wollte gerade sagen, der macht uns jetzt doch noch fertig, oder was? So, ist jetzt hier Ruhe. Gut, 300 Meter. Ich glaube, die latschen mal schnell. Haben eigentlich noch Pfeile dabei? 5 von 7. Gut, ich hoffe mal, dass wir da ein bisschen auffüllen können. Hey, hi, Leder. Sehr schön. Hoffentlich kommen da noch ein paar mehr. Finde Kalists Versteck in den Hügeln westlich der Pyramide. In den Hügeln. Da sind wir jetzt. Sollen wir hier schon hoch? Geht das? Ziel in der Nähe. Okay. Mehr Gefolgschaft hat sie nicht. Nur hier gehen? Ernsthaft? Okay. Okay. Komm hoch. Hier gehen wir.
Leder. Was ist das? Das war's. Flup, flup, flup. So. Ja, ist Hyäne. Ich hab gedacht, das wäre eine Frau. Ist jetzt doch ein Tier, oder was? What happened here? Hat gerade angezeigt, das Tier. Das ist also die Höhle der Hyäne. Aber keine Spur von Khaliset. Also, okay. Meret hat nicht gelogen. Ich muss herausfinden, wo sie ist. Oh, der wird 22. Ich will nicht sterben! Ist doch gut. Nee, sie darf mich nicht kriegen! Na komm jetzt. Hilfe! Hilf mir! Bitte! So wie der schreit, müssen wir den eigentlich dran lassen, du. Ich will nicht sterben! So. Was haben wir denn hier? Irgendwie. Ein Brief. Er trägt das Symbol der Schlange. Khaliset arbeitet mit dem Orden zusammen. Und sie wissen nicht, dass sie Kieselglas für sich behalten hat. Was wäre das Risiko wert, den Orden zu täuschen? Okay, Khaliset, wir haben lange nichts von dir gehört. Wir hätten längst weitere Relikte erwartet. Keins der bisherigen Stücke hatte irgendeinen Nutzen. Wir ließen dir weitere Drachmen schicken, falls du irgendetwas auf den Märkten kaufen musst. Es wäre uns am liebsten, den Verdacht auf einen anderen Ort zu lenken, bis wir uns offen zeigen können. Falls das Kieselglas zu Neige geht, wie du behauptest, müssen wir einen neuen Fundort suchen. Wir erwarten, dass du uns finden wirst. Schicke deine Antwort über die üblichen Kanäle. Die Schlange. Hier hat Khaliset geschlafen. Geschützt vor den Sandstürmen. Die Lotusblume der Wiedergeburt. Die hat sie sicher nicht ohne Grund gepflückt. Okay, wir müssen noch weitere Dinger finden. Jetzt nur die Frage, wo? Er hat noch einen Hinweis für uns. Bitte! Hol mich hier raus! Da ist noch was. Oh. Warum sollte sie eines ihrer tollen Tiere einsperren? Damit wir das Leder kriegen. Hilfe! Hilf mir! Bitte! Cheops Grab. Sie hielt jedes Detail fest. Ah, sie ist noch nicht fertig. Dort werde ich sie finden. Ich gehe zu den Pyramiden. Eine Zeichnung der großen Cheops-Pyramide, die vermutlich von Khaliset angefertigt wurde. Sie scheint besonderes Augenmerk auf etwas zu legen, das sich unter dem Grab befindet. Schickt er uns wieder in die Pyramide? Ernsthaft? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Hallo? Geh mal raus. Okay, dann ihn noch. Gib mir her! Semchemba Adank! Adhiabum Ayit! Bett? Da ist noch was. Wollen hier oben dran? Sehr schön. Jetzt haben wir aber alles brav aufgeräumt, oder? 1000 Meter in diese Richtung. Gut, dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge nochmal in die Pyramide. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.